Sobald Sie Ihre Dokumente in Transkribos transkribiert haben, stehen Ihnen verschiedene Suchfunktionalitäten zur Verfügung. Klicken Sie zum Starten der Suche auf den Fernglas-Button im Hauptmenü. Nun öffnet sich das Dialogfeld Search for. Dieses bietet Ihnen vier Reiter: Documents, Full-Text Solar, Tags und KWS. Im Reiter Documents können Sie nach einem bestimmten Dokument suchen. Geben Sie dazu beispielsweise unter Title den Titel oder unter Writer den Schreiber des Dokuments ein. Die Angabe muss nicht exakt sein. Es werden alle Titel gefunden, die mit dem angegebenen Text beginnen. Starten Sie die Suche, indem Sie auf Find Documents klicken. Neben der Suche nach Dokumenten können Sie auch in Ihren Dokumenten suchen. Dazu steht Ihnen unter anderem die Volltextsuche zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sie den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Collection gespeichert haben müssen, damit die Volltextsuche funktioniert. Öffnen Sie nun die Registerkarte Full Text Solar, um mit der Volltextsuche zu beginnen. Geben Sie zunächst das Wort ein, wonach Sie in Ihrem Dokument suchen möchten. Vergewissern Sie sich, dass die Suche im Line-Based Text und nicht im Word-Based Text durchgeführt wird. Mit einem Klick auf Search wird gesucht. Es können aber auch noch verschiedene Optionen aus- bzw. abgewählt werden. Setzen Sie beispielsweise den Haken bei Show Word Preview, wird Ihnen der jeweilige Bildausschnitt aus Ihrem Dokument angezeigt, wenn Sie über das gesuchte Wort im Suchergebnis hovern. Mit der Option Current Document suchen Sie ausschließlich im aktuell geöffneten Dokument. Aktivieren Sie die Checkbox Case Sensitive, wird exakt nach der im Suchfeld eingegebenen Phrase gesucht. So wird beispielsweise auch Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Bitte beachten Sie, gerade bei automatisch transkribiertem Text kommt es häufig vor, dass sich ein vermeintlich falscher Buchstabe in ein Wort einschleicht. Es ist deshalb empfehlenswert, die Option Fuzzy Search zu verwenden. Hierbei wird nicht nur nach der exakten Phrase gesucht, die Sie in das Suchfeld eingegeben haben, sondern auch nach Wortvariationen. Wurde beispielsweise das Wort Innsbruck an einer Stelle nicht als Innsbruck, sondern als Innsbruch erkannt, kann das vermeintlich falsch transkribierte Wort dank der Fuzzy Search dennoch gefunden werden. Um die angepasste Suche zu starten, klicken Sie erneut auf Search. Sie haben auch die Möglichkeit, zwischen den Suchergebnissen auf den verschiedenen Seiten Ihres Dokuments umzuschalten. Nutzen Sie dazu bitte die Schaltflächen Previous Page und Next Page. Im Reiter Tags haben Sie die Möglichkeit, Structural und Textual Tags zu suchen. Mithilfe dieser Tags können Sie Ihre Dokumente nach Layout oder nach Inhalt strukturieren. Wie das genau geht, erklären wir Ihnen im nächsten Video. Sollten Sie in Transkribos Expert Client ein Dokument vorliegen haben, das inhaltliche, sogenannte Textual Tags enthält, können Sie diese nun durchsuchen. Beispielsweise können Sie nach abgekürzten Wörtern, die als solche im Dokument markiert wurden, suchen, indem Sie unter Name den Tag AppRef suchen. Nach Structural Tags können Sie ebenfalls suchen, indem Sie unter Name, Structure und unter Add Property to Search Type auswählen. Geben Sie nun unter Value beispielsweise Heading ein, zeigt Ihnen Transkribos alle als Überschriften markierten Textbereiche an. Bitte beachten Sie, dass alle Tags, egal ob Structural oder Textual, im Dokument eingepflegt worden sein müssen. Fortgeschrittene AnwenderInnen können Strukturdaten mittels der P2Pala Strukturerkennungsengine automatisch finden. Mehr dazu lesen Sie in unseren How-To-Guides. Auf der letzten Registerkarte KWS, das steht für Keyword Spotting, können Sie nur eine Suche durchführen, wenn Sie für Ihr Modell die HDR Plus Erkennungsengine genutzt haben. Für PyLaya steht KWS nicht zur Verfügung. KWS ähnelt in seiner Funktionalität der Fuzzy Search bei der Volltextsuche und liefert auch Suchtreffer, die mit einer jeweils ausgewiesenen Konfidenz mit Ihrem Suchwort übereinstimmen. Nun kennen Sie die Suchfunktionalitäten in Transkribos Expert Client. Im nächsten Video widmen wir uns dem Thema Export.